Hallo ihr Leseratten, willkommen zu dem Lesemonat. Hallo ihr Leseratten, willkommen zum Lesemonat. Hallo ihr Leseratten, willkommen zum Lesemonat. Hallo und herzlich willkommen zum Lesemonat August 2022. Das erste Buch, was ich gehört habe, war Der Professor von John Katzenbach. Es war okay, aber mir hat so ein bisschen die Spannung gefehlt, denn wir lesen aus allen Sichten quasi. Also wir wissen, dass in der Entführung ein Mann und eine Frau stecken, wir wissen, was mit der Teenager Jennifer passiert und wir wissen, was mit der Professor gerade macht. Also ich finde es gerade deshalb ein bisschen schwierig und für mich nicht wirklich spannend gewesen. Es war okay, geschrieben, soweit, also man fliegt da so durch beim Hören auch. Der Sprecher hat super gemacht. Aber wie gesagt, so ein bisschen spannend wäre dann, fehlte da irgendwie. Ich merke es so aus mehreren Sichten erzählt zu bekommen, aber irgendwie hat mir das diesmal nicht so gut gefallen, weil wir wirklich alles wussten. Das Einzige war halt natürlich der Wettlauf mit der Zeit, der da drin steckt. Schaffen sie es rechtzeitig, schafft die Polizei es rechtzeitig, dieses Mädchen wiederzufinden? Passiert noch irgendwas Schlimmeres und. Ja, okay, aber das war auch alles und irgendwie, weiß ich nicht, hat mir das nicht so gut gefallen. Ich habe von dem Buch auch jetzt nur 3 Sterne gegeben. Ja, manchmal ist halt. Kommen wir zum Highlight des Monats und es war natürlich der Flüsterwald von Andreas Suchanek. Der erste Band der zweiten Staffel und zwar der verborgene Meisterschlüssel. Ich dachte am Anfang immer, es heißt der verlorene Meisterschlüssel, aber es ist der verborgene Meisterschlüssel. Ja, eine neue Bedrohung ist da, wie es auch der Staffeltitel heißt. Eine neue Bedrohung, genau. Und allein für die ersten Auflage gibt es einen wunderschönen Buchschnitt. Und ja, es hat mich wieder richtig abgeholt. Ich bin durch die Seiten geflogen und alles. Es war einfach wieder, ich kann zum Flüsterwald nicht mehr sagen. Ich kann natürlich auch nicht zur Handlung sagen, weil es würde total spoilern. Weil es schließt nahtlos an Staffel 1 an. Man kann also Staffel 1 nicht ohne Staffel 2 nicht ohne Staffel 1 lesen. Dann würde man sich spoilern, das funktioniert also nicht. Ich habe heute erst auf Instagram gesehen, es gibt das in Flüsterwald auch in Tschechien. Auch nicht schlecht. Ja, aber wie gesagt, ich kann immer nur sagen, lest den Flüsterwald. Ganz ehrlich, es ist so, so, so schön. Und ich habe mir sagen lassen, beziehungsweise ich habe mir sagen lassen vor allem, ich habe mitbekommen, es gibt auch wieder eine Kurzgeschichte zu Weihnachten. Freue ich mich schon sehr drauf, ne? Ich habe vergessen zu sagen, dass das Buch natürlich 5 Sterne von mir bekommen hat. Logisch, ist klar, oder? Das letzte Buch, was ich im August gelesen habe, ja, es waren insgesamt nur 3 Bücher. Es ist traurig, aber wahr. Ich habe ein bisschen rumgedümpelt und ich kam nicht voran. Unter anderem auch dieses Buch war ein bisschen mein Sorgenkind. Ich glaube, ich habe es sogar schon, ja, ich müsste zum Juli schon angefangen haben. Und wollte eigentlich im August den 2. Band lesen. Von einer kleinen Sommerküche am Meer von Jenny Colgan. Aber, Freunde der Sonne. Ich weiß nicht, was es ist, aber dieses Buch war nicht so doll. Ich habe mir jetzt auch 3 Sterne gegeben, weil es ging. Aber es war halt, es plätscherte so vor sich hin, irgendwie dümpel und keine Ahnung. Die Sommerküche ist für mich auch so ein bisschen komisch. Die kommt auch sehr spät erst überhaupt ins Spiel. Also ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Es gibt noch eine Kurzgeschichte, die direkt danach spielt, zwischen Band 1 und 2. Die sind von Floras, so heißt die Protagonistin, beste Freundin. Handelt von Lorna, was ich mir irgendwann auch noch zu Gemüte führen werde. Es ist ja nicht viel, es sind keine 100 Seiten, das heißt, das werde ich auf jeden Fall lesen. Ich hätte überlegt, es als Hörbuch zu hören, aber ich glaube, ich werde es lesen, weil da ist es eine Suppe, warum soll ich eine Sache lesen und die andere Sache hören. Deswegen werde ich es mir holen als E-Book. Mal gucken, wann. Im Moment wahrscheinlich noch nicht, ich brauche mal eine Pause. Und ich habe eigentlich gehofft, ich habe ja noch ein Weihnachtsbuch von ihr, also von der Reihe, den 3. Band. Ich habe gehofft, ich könnte es lesen. Ich glaube, es wird nichts. Ich glaube, es wird. Also ich weiß es nicht. Wir werden das feststellen. Ob ich es noch schaffe, bis Dezember dann tatsächlich die Kurzgeschichte und Band 2 zu lesen. Aber ich wage es tatsächlich zu bezweifeln. Ja, und das waren alle meine gelesenen Bücher. Wie gesagt, viel war es nicht. Es war kein guter Lesemonat für mich. Ich hatte auch viel mit Planung zu tun für den September. Da kam das Lesen eh noch ein bisschen zu kurz. Ich hoffe, der September wird besser. Ich schätze mal schon, weil ich habe schon, Spoiler, was beendet. Ich sage nicht, wie viel ich beendet habe, und ne? Aber ich habe schon was beendet. Und okay, dann verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euer Lesemonat im August war besser. Erzählt mir doch gerne, was euer Highlight war und euer Flop vielleicht, wenn ihr einen hattet. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bye, bye.